So, hallo, ich begrüße euch im Sommer 2024 zu einer kleinen Testaufnahme. Einfach um wieder reinzukommen. Denn jetzt sind endlich mal wieder Sommerferien und damit ein bisschen Zeit mal wieder was aufzunehmen. Ich habe natürlich vor, jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall Mario Wonders durchzubekommen. Mal gucken, wie das läuft. Aber bevor wir halt jetzt Mario Wonders wieder aufnehmen, einfach so ganze Technik wieder testen, habe ich gedacht, ey komm, Mario Maker geht immer. Und ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch hört, während ich... Muss ich jetzt hier... Nein, ich glaube, es wurde währenddessen gemacht, ja? Software-Update. Ja. Aber wird jetzt dadurch die Aufnahme beendet? Bisher sieht es nicht so aus. Ne? Ich glaube, es ist nur ein Software-Update. Es ist nicht die Konsole, die sich neu startet. Ja, also so viel zu Mario Wonder. Mario Wonder. Mario Maker geht immer. Also Mario Maker geht ja auch wirklich immer. Was hat das denn jetzt für ein Update gemacht? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich möchte einen Endlos One einfach auf schwer machen. So einfach kurze Technik-Testaufnahme und ne? Das Übliche. So, ob alles noch funktioniert. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Neue Mitteilung. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas Spannendes dabei ist. Eigentlich brauche ich da jetzt nichts. Ja, das ist halt alles, guck mal, das sind alles nur so irrelevante Sachen, das braucht kein Mensch. Und Neuigkeiten sind die eigentlich wichtigen Sachen gewesen. Ja, das ist, da ist halt nichts Neues passiert. Okay, weg damit. So. Können wir jetzt einfach einen Schwierig-One starten? Das wäre super. Hervorragend. Gut. Dann geht's los. Gucken wir mal, wie es läuft, ob ich es noch kann. Ob ich noch irgendwas kann. So. Happy Wow Level 4. Rätseltechnik. Coco 18 K.O. Ja, geil. Also ich habe unendlich viel Zeit, aber ich muss halt... Oh, toll. Ich meine, es ist aber bei schwer gelandet. Also es ist jetzt kein, ne? Es sollte machbar sein. Ich habe halt so einen Sprung bisher fast noch nie gemacht. Ja. Ja, probieren wir es halt mal aus. Wir haben 15 Leben Zeit dafür. Großartig. Ich habe halt noch nie solche knappen Sprünge gemacht. Es geht ja großartig los hier. Ja, oh Gott. Aber vielleicht kann ich ja diese Linie so ein bisschen als Hilfe nutzen. Trotzdem weiß ich halt absolut nicht, ob ich da geduckt springen soll. Ob man da den hier macht. Ja, so nicht. Ja, das ist schon wieder großartig jetzt, ne? Okay. Und da ich ja nichts schneide, müsst ihr jetzt das einfach kurz über euch ergehen lassen. Alter, ich habe keine Ahnung, wie man da durchkommt. Ich habe keine Ahnung, wie man da durchkommt. Also ich glaube, man muss sich ducken. Aber... keine Ahnung. Es wäre schon witzig, das zu schaffen. Ja, aber ich... Oh. Jetzt komm. Weißt du, es ist das erste Level. Das allererste. Und ich bekomme direkt sowas hier. Das Spiel weiß einfach immer wieder, wie es einem direkt den Mittelfinger zeigt. Ja, das sah doch schon gar nicht so verkehrt aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, okay. So, und jetzt noch hier reindrehen, so ein bisschen. Ja, perfekt.
Aber hey, wir sind einmal durch die Sägen gekommen. Wir sind einmal durch die Sägen gekommen. Das ist doch schon mal was. Kommen wir dann nochmal durch. Ja. Also, aber auf jeden Fall ducken war auf jeden Fall richtig. Ducken war auf jeden Fall richtig. Heieiei. Ich bin für solche präzisen Sprünge absolut nicht geschaffen. Ach. Ach so, schneller geht's über. Nee, geht's nicht schneller. Nee. Ich wollte gerade sagen, schneller geht's über Neustart, aber ich glaube nicht. Weil ich glaube, ich kann auch gar nicht Neustart drücken in dem Moment, wo ich schon tot bin, ne? Ja, nee, nee, nee. Wir müssen uns das kurz mal angucken. So. Ich würde gerne noch einmal durchkommen, aber das wird leider nichts hier. Das wird leider nichts. Letztes Leben. Und dann starten wir den nur neu. Hervorragend. Aber für einen Aufnahmetest, hey, warum nicht? Ah. Ja, also ich will es natürlich schon No-Skip machen. Na, es sollte schon ein No-Skip-One sein. Wenn ich so einen Müll bekomme, habe ich halt Pech gehabt. So, was kommt jetzt?3D-Card. Okay. Okay. Wir holen uns hier erstmal Power-Ups. Ja, das ist okay. Das war doch zu erwarten. So. Und jetzt let's go. Oh, ich muss Münzen sammeln. Aber okay, ja gut, die sind einfach auf dem Weg. Oh, das war nicht so gut. Aber ich hoffe, ich brauche das Auto nicht noch. Okay. Da unten wäre eine Tür. Ah. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein Troll-Level ist. Also lebenstechnisch lief das ja schon mal sehr gut. Oh, guck mal. Mein potenziell haben wir ja den Schlüssel. Also kann man mal die Tür probieren. Ja. Ja, das sieht doch soweit gar nicht so verkehrt aus. Jetzt darf gerne langsam das Ziel kommen, weil ich habe Angst. Wir haben keinen Checkpoint und nichts. Halt, da unten ist ein Schlüssel, den würde ich gerne holen. So, in case wir brauchen den. Na? Okay, und wohin jetzt? Ich meine, er lässt mich hier in die Richtung raus, aber. Okay, das scheint auch richtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war knapp. Aber ich habe halt keinen Checkpoint, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwo drauf gehe, dann wird das ganz kritisch. Oh, Bruder! Ja, so viel dazu. Und kein Checkpoint, come on. Eieiei. Eieiei. Aber die Kombination mit den Swamps ist halt auch echt komisch, weil auf den Swamps könnte ich ja eh nicht so richtig gescheit drauf bleiben. Oh Bruder, warum ist hier noch ein Off? Den hatten wir vorher nicht gedrückt. Dann tun wir mal, wie wenn der wichtig wäre. Sollen wir mal in die Tür reingucken? Komm, wir gucken mal in die Tür rein. Okay, dann komme ich hier raus. Wofür ist das?
äußerst irritiert, ne? Aber gut, soweit schien es ja richtig zu sein. So. Soweit war ja alles richtig. Es ist halt echt kritisch, dass wir keinen Checkpoint bekommen. Aber was willst du machen? So, und hier ist halt Schluss. Und da oben, das ist die Tür, wo ich rauskomme. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das da oben ist die Tür, wo ich rauskomme. Ah, aber dann bin ich ja immer noch in diesem Raum. Das heißt, ich bin auch definitiv in dem Raum, in dem es erstmal nicht zwingend weitergeht, ne? Oh ja, hier sind wir vorhin gestorben. Ah, guck mal, aber jetzt sind durch den On-Off sind die jetzt hier anders. Ich überlege halt, ob ich mal hier reingucke. So, okay. Ja gut, Schlüssel haben wir. Okay. Okay, jetzt sind wir oben. Jetzt haben wir wieder den On-Off zum Drücken. Oh mein Gott, yes. Hoi, hoi, hoi. Ja gut, 3 Leben mitgenommen. Let's go. Let's go. Das war ein interessantes Level. Aber ich glaube, das hätte man abkürzen können. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, aber wir haben schon mal 17 Leben. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Bomb Tricky Chumps. Oh je, oh je. Was kommt jetzt? Oh, was erwartest du jetzt wieder von mir? Muss ich? Oh nee. Oh nee, muss ich darüber springen? Was? Oh, Bruder. Ja, ich muss... Okay, ich muss so einen Kram machen. Ach, du grüne Neune. Ja, oh je. Okay. Na gut, wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Ich meine, ich weiß, wie es geht. Das ist jetzt wirklich eine Skillsache. Das ist jetzt kein so, ich weiß nicht, wie es geht. So, ich weiß, wie es geht. Vielleicht sollte ich aber die Bombe resetten. Dass die weiter drüben startet oder so. Na, dass ich hier einmal resette. Und dann habe ich die auch passend. Oh, Bruder. Das, ja. Das wird super. Das klappt alles ganz hervorragend hier. Aber hey, für einen Aufnahmetest, warum nicht? Ach nee, ich... Oh. Ich glaube, einen müsste ich noch... Ich probiere jetzt mal, nicht immer einen hohen Sprung zu machen, sondern so kleine Sprünge. Vielleicht ist das einfacher. Mal gucken. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich muss halt immer auf der linken Seite landen, dass der nach links weiter, nach rechts weitergeht. Ja, oh Bruder, ich kann das nicht. Ich kann das doch nicht. Oh, ja, das ist nicht die richtige Richtung gewesen. Nee, ich muss das schon so machen. Das klappt zumindest so ein bisschen. Na, so ein bisschen klappt das zumindest noch. Eieiei. Oh, warum klappt denn der zweite immer nicht mehr? Der ist doch nicht anders wie der erste. Der ist doch nicht anders wie der erste. So. Ja,
Yes! Okay, und jetzt muss ich. Was? Oh, darf. Hä? Aber wenn ich den. Aber wie. Hä? Wie geht das denn jetzt? Wie geht denn das jetzt mit so einem. Ach, mit so einem Mecha-Cooper? Wahrscheinlich auch, aber wenn ich den treffe, dann geht der ja dann, also dann fährt er ja so ein. Dann kann ich da nicht mehr drauf, oder was? Oh, das muss ich alles. Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Das muss ich alles üben. Ja, also das klappt ja schon ganz gut. Ja, noch einmal, noch mal. Nice. So, und jetzt? Ja, aber dann ist der. Oh, wie kann ich denn das jetzt testen? Na, so in die Richtung schon mal sowieso nicht. Aber ich könnte von hier aus testen, ob ich noch mal drauf kann, oder? Ah, okay. Also das kann ich. Ja, okay, dann ist das einfach der gleiche. Okay, dann ist es einfach das gleiche. Okay. Dann klappt das schon so. Eieiei. Aber ich meine, es ist ja ein Schwerlevel. Also es kann ja nicht so super schwer sein, ne? Es ist ja. Es scheint ja machbar zu sein dann. Also, vielleicht ist es nicht so lang. Okay. Oh, noch mehr Bombensprünge. Nein! Moment, den schaffe ich auch so. Den schaffe ich auch ohne Bombe. Den schaffe ich auch ohne Bombe. Aber ich finde, ich bin schon weit genug gekommen. Also ich bin schon zufrieden. Auch wenn ich das Level nicht schaffen sollte, ich finde, ich bin schon weit gekommen für meinen Skill. Ja, und guck mal, das lernt man dann schon mit der Zeit ganz gut. So, jetzt haben wir gesagt, den Sprung da unten schaffen wir ohne, richtig? Jawohl. Yes! 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 Cool. Freut mich, dass wir das Level geschafft haben. Doch, das freut mich. War auch okay. Ich meine, es hatte, es war das, was es sein sollte. Oh? Es war genau das, was es sein sollte. Und dafür war es okay. Kein gutes Level für mich, aber war okay. Das Level hat nichts falsch gemacht. Und es war vor allem. Bruder, bin ich. Oh, meine Nerven. Seid ihr gerade genauso erschrocken wie ich? Ich bin so schreckhaft, es ist so furchtbar. Alter! Ah, Junge. Girls. Wie heißt das Level? Perosigo Siendo El Rey. Von Mr. Loopy und dann steht da Girls, Herz. Okay. Ja. Ja, das hat schon mal super funktioniert. Schaffe ich es irgendwie? Ja, nur einen davon zu holen? Nee, irgendwie nicht. Ich kann wieder zurück. Warum ist hier. Dafür brauche ich den großen Pilz, ne? Ist hier irgendwo der Gro. Ah, ich komme wahrscheinlich als großer Pilz wieder hier rein. Hier ist kein großer Pilz versteckt oder so, ne? Das wäre fies. Nee, ich glaube nicht. Ja, gut, dann muss ich da wohl durch. Ich meine, aber der Boss ist jetzt ja auch nicht so schwer.
Ich darf mich halt einfach nur nicht dumm stellen. So, bitte geht doch. Okay, man muss ihn sogar groß schaffen. Das ist auch nochmal fies. Aber okay. Ach, jetzt geht das kaputt. Wo ist die Kugel jetzt? Ich hab Angst. Okay, die hat es einfach kaputt gemacht und ist auch abgehauen. Ja, cool, da krieg ich 3 Leben sogar. Schön. Okay, das scheint jetzt das Ende zu sein. Es wäre ärgerlich, das jetzt zu verhauen. Okay, das ist noch nicht das Ende. Bruder, das ist noch alles andere als das Ende. Ich dachte, das ist das Ende. Nevermind. So. Weil die Zeit halt 30 Sekunden, aber gut, das ist mal wieder für die ganz Schnellen. Bruder, was? Oh, das wird schwierig. Oh, das wird schwierig. Oh je. Ja, hier ist Endstation. Ja, hier ist Endstation. Ja, den schaffe ich nicht. Ja, den schaffe ich nicht, sorry. Den schaffe ich nicht. Ich überlege nur gerade, ich glaube, ich hätte einfach direkt rüber gekonnt. Naja, wie auch immer. Noch ein One. HH3. Das klingt halt jetzt schon nach Troll, ne? Ach, gucke mal, was da oben ist. Da haben wir doch schon was entdeckt, ne? Da haben wir doch schon was entdeckt, Freunde. Ja, wow. Okay, jetzt überfliegen wir einfach mal so viel wie geht. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, okay. Es gibt halt sogar Leben. Sehr schön. Tolles Level auf jeden Fall. Großartig. Ganz, ganz fantastisches Level. Bekommt auf jeden Fall ein richtiges, schönes Herz. Ein ganz fantastisches Herz bekommt das Level von mir. So, weiter. Ich in der Hölle. UI Max 10, ein UI-Kollege. Ja, Mensch. Das ist ja krass. Da muss ich gleich mal einen Rilt hinterlassen, wenn ich das Level gespielt habe. Da muss ich gleich mal einen Rilt hinterlassen. Okay. Oh, okay. Aber da ist nichts weiter, ne? Nee. Aber es sieht doch bisher ganz cool aus. Das sieht doch jetzt mal nach einem wirklich spielbaren Level aus. Ja. Da hat einer von UI tatsächlich was Brauchbares gebaut. Gut, das ist jetzt ein bisschen unnötig, aber es ist ja nicht falsch. Kann man ja machen. Eine Feder. Eine Feder zu geben ist natürlich... Okay. Hier tatsächlich sehr sinnvoll. Ja, ich kann sie bisher auch nicht abusen in irgendeiner Art und Weise. Okay, jetzt schwebe ich mal langsam hier runter. Ich habe Angst. Ah, okay. Bruder, was? Oh, das wird jetzt interessant. Ja, jetzt ist die Feder aber gleich weg. Ja. Ja. Oh, ich hätte oben drüber... Ich hätte über die Stacheln gehen sollen. Ja, Bruder. Oi. Okay, ich kann über die Stacheln gehen. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
Okay, aber er gibt die Feder so. Er gibt immer die Feder. Ich dachte, jetzt hätte ein Pilz auch rauskommen können. Nein, er gibt immer die Feder. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Die ist dann auch dringend notwendig hier. So, aber wir gehen über die Stacheln. In der Hoffnung, dass ich die Feder nicht behalten. Hallöchen. In der Hoffnung, dass ich die Feder nicht behalten muss, ne? Fische. Okay, ja, gut. Was kommt jetzt hier alles? Oh, das war's. Ja, cool. Versuchen wir noch das Leben zu holen. Hat gut funktioniert. Yes! Sehr schön. Nö, war okay. War okay. Die Kletterpassage konnte man ja zum Glück skippen. War absolut okay. Und ich wollte einen Rilt hinterlassen. So, der Meister weiß Bescheid. Nice. Let's go. Für die, die es nicht verstehen, die Erklärung kommt ein bisschen spät. Das ist halt ein Insider-Ding in der UI-Community. Und die UI-Community ist von Hübi. Und das ist der YouTuber, den ich sehr, sehr, sehr aktiv schaue. Also auch die Streams und so weiter. Da bin ich... Ja, eigentlich ist es der, den ich gerade am... Eigentlich ist es der, den ich aktuell verfolge. So, ne? Das ist einfach der, den ich verfolge, ja. Kann man nicht anders sagen. Oh, Bruder, das wird interessant. In Röhren reingehen war schon immer meine Spezialität von unten. Und Leute, die zur Community gehören, haben halt manchmal so ein UI vor dem Namen. Na, weil er schreibt sich ja Hübi und ist Hü mit UE. Und er hat ja auch seine Modemarke UI genannt. Von der ich ja auch ganz viel immer bestelle. Also, ach komm, das ist von... Ach Mann, die Röhren gehen ist so dumm immer. Pack doch da eine Ranke hin, das wäre voll fair. Pack doch da eine Ranke hin. Wie wär's damit? Das Ding ist auch, ich weiß nicht, wie schnell man sein muss. Okay, 24, ja, man muss nicht so schnell sein. Sehr gut. Man hat ein bisschen Zeit. So, das ist doch schon mal was. Weil jetzt sind wir in der Zwischenwelt. Ne? Hier kann das Ziel ja nicht sein. Also es muss nochmal in die Röhre gehen. Bitte nicht nochmal von unten. Wobei, es muss ja von unten in die Röhre gehen. Weil... Ja, toll. Och nee. Och nee. Ich hasse alles. Och nee. Aber dahinter ist dann das Ziel. Dahinter ist dann das Ziel. Och Mann, pack doch da eine Ranke hin, ganz ehrlich. Das wäre so viel freundlicher, wenn da eine Ranke wäre. Oh, ich hasse Röhren. Habe ich jetzt erklärt mit UI? Ich glaube ja, ne? Okay, da, ja, jetzt war ich ungeduldig. Das ist ganz dumm. Das ist ganz schlecht, was ich gemacht habe. Das war ganz schlecht. Ich darf nicht ungeduldig. Wobei, ich könnte es sein, dass man auch ohne den Cooper da reinkommt. Einfach von dem Haken aus. Wenn man den genug nach rechts schwingt. Könnte das funktionieren? Na, na, na. Ich
Ich brauch den schon. Okay. Erste Röhre haben wir wieder. So, hier kann jetzt eigentlich nicht viel schief gehen. Wenn ich nicht völligen Quatsch mache. Du da. Da hätte ich fast völligen Quatsch gemacht. So, und jetzt hier. Nein. Okay. Ich glaube, ich kann hier aber vom Haken aus. Nein. Scheiße. Oh, no. Und das Ding ist aber, ich habe auch nicht genug Zeit, wieder zurückzugehen. Also selbst wenn ich es verhaue, dann kann ich es nur vom Haken höchstens nochmal probieren. Aber dass es hier keine Ranken an den Röhren gibt, das ist so dumm. Die helfen so sehr beim Reingehen. Ach nee! Oh, no. Ansonsten ist das Level echt okay, aber das ist doof. Das ist halt so eine grundsätzliche Sache. Es ist immer wieder dieses Reingehen in Röhren, was so ungünstig ist. Oh, no. Bruder! Ist das jetzt echt wieder das Ende des Runs? Ist dieses Level? Aber ich habe ja noch 10 Leben, also wir haben ja noch ein paar Versuche. So ist ja nicht. Wir verlieren es hier halt nur. Das ist nicht gut. So. Erste haben wir wieder. Jetzt war ich... Och nee, das ist jetzt ein blöder Tod gewesen. Das ist jetzt ein... Vor allem, wenn ich die erste Röhre schaffe, dann da ungeduldig werden, ist ungünstig. Das ist dann ganz ungünstig. Ah, nee. Ah, nee. Ich mag das nicht. Oh, oh. Mann, wir verlieren so viele Leben in dem Level. Wir verlieren so viele Leben in dem Level. Kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich gewinne zwar auch 3, wenn ich es schaffe. So, jetzt kommt es ja wieder drauf an, ne? Ich bin drüber gesprungen. Ich kann das alles nicht mehr. Gut. Erste Röhre haben wir. Diesmal bin ich geduldig. Diesmal bin ich geduldig. So. Wie machen wir das jetzt hier mit dieser Röhre am blödsten? Ich habe. Mann, dass das nicht hinhaut. Ey, Röhren von unten besteigen ist so dumm. Also allein dafür gibt es jetzt schon ein Buh. So. So, put some wines to the pipes. Under the pipes. In the pipes. Wie auch immer. Aber mach es. Mann!
meine, das ist ja jetzt mein eigener Fehler. Das hat ja mit der Röhre nichts zu tun, aber grrr. 4. So. Okay, wir bekommen noch mal eine Chance. Ich meine, ich muss ja nur das hier noch mal machen. Das eigentliche Level ist ja nicht das Problem. Ich bin ja nur zu unfähig, die scheiß Röhre zu betreten. Okay. Kommt noch irgendwas oder bin ich im Ziel? Okay. Sieben Leben. Sieben Leben bleiben übrig. Mann, aber das, ah, Mann, das Level hat so viel kaputt gemacht jetzt wieder bei dem One. Oh, nee. Absolut kein Fan. Hall of Larry. Okay, es gibt einen Bosskampf auf jeden Fall. Die Frage ist, gibt es nur den Bosskampf? Oh nee, ich muss 4 Bosskämpfe machen. Oh je. Okay, aber wir kriegen Power-Ups. Aber wie soll ich denn jetzt überhaupt... Ah, ich muss den sogar mit dem Blatt machen, ne? Ich muss den mit dem Blatt machen, weil der, ich muss den kaputt drehen. Anders geht das gar nicht. Och, Bruder! Aber ich meine, ich sterbe hier nicht so schnell. Ich bekomme ein paar... Also ich kann immer wieder mir das Power-Up holen und dann halt gucken, dass ich das irgendwie schaffe. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Junge. Wie man das schaffen soll. Ich glaube, ich muss ihn einfach kaputt drehen. Ne? Anders. Weil so auf ihn drauf kann. Nee, so auf ihn drauf komm ich halt nicht. Oder so von hinten. Ja! Okay, notfalls geht das auch. Ja. Jetzt hat er mich zerquetscht. Jetzt hat er mich zerquetscht, der Hund. Okay, wir gucken uns mal die anderen Varianten an. Denn wir müssen ja offensichtlich alle machen. Das ist nicht gut. Ah, okay, den habe ich verstanden, aber der wird fies. Da muss ich schneller an das Pow rankommen, als er an den P-Switch. Okay, da wir den ja eh machen müssen, müssen wir den jetzt auf jeden Fall angucken. Okay, das ist... Gut, es ist ein... Ja, alles klar. Es ist ein Pow und dann ist es geschafft. Ich hätte es also gerade schaffen können, wenn ich den Pow direkt unten ausgelöst hätte. Gut. Was ich jetzt wissen will, ist, ob es einen Checkpoint nach jedem Boss gibt. Oder ob man es am Stück schaffen muss. Das wäre jetzt für mich noch wichtig. Das hätte fast schief gehen können. Es gibt einen Checkpoint. Okay. Das macht's angenehmer, aber nicht mit 4 Leben. Ja, es gibt einen Checkpoint. Ja gut, dann können wir auch den hier vorne... Den müssen wir dann sowieso irgendwann schaffen, ne? Dann können wir den auch mitnehmen jetzt. Wir wissen in etwa, was Sache ist. Ja.
Okay. Ach, shit. Ja, komm ruhig her. Nicht wieder zerquetschen. Oh, das Zerquetschen ist fies. Aber das kann er leider gut. Ah, das Zerquetschen ist fies. Oh, wir müssen jetzt unbedingt den schaffen, dass ich noch genug Leben für die anderen habe. Weil es nützt mir nichts, wenn ich die anderen hinkriege, wenn ich den hier nicht hinkriege, ne? Jetzt mal ein bisschen konzentrierter hier an den Kollegen rangehen. Hat gut funktioniert. Nein, nicht gut. Oh, Bruder. Ach, jetzt kommt der davor. Oh, Alter, das ist aber auch echt eine gute Stage, ne? Also man kann nichts anderes sagen, das hat der echt gut gebaut. So. Das Kritische ist nur der Moment, wenn er da rumspringt, dass er mich dann halt zerquetschen kann, so richtig fies. Das ist nicht gut. Ach, Bruder. Yes. Okay, einmal noch. Okay, das war's. Habe ich mir gedacht. Nein! Wobei jetzt ja ein normaler Sprung auf ihn auch funktionieren dürfte. Yes! Bruder. Okay, so. Damit haben wir das auch geschafft. Wir gucken uns jetzt gleich den vierten hier an. Oh, da muss ich rennen, okay. Ja, okay. Das ist aber jetzt der besonders kritische Hass. Wie soll ich das denn machen? Hä? Wie soll ich denn da ausweichen? Ich will mir jetzt noch den anderen angucken, dass wir den noch mal gesehen haben, aber ich glaube, das wird nix. Okay, das normale Bossfight. Wo ist der andere drüben? Ja, genau. Okay. Ja, das war nicht zu schaffen. Ist okay. Ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. So. Gucken wir doch mal. Wie ging das denn? Wie konnte ich denn gucken, was Leute bauen, die ich verfolgt habe? Hat überhaupt jemand was Neues gebaut? Bossman, Lava Snake, Lake, Dwarf Versions 2. Ah ja, tatsächlich, guck mal, 22.07. Oh, Sonne hat am 14.07. was hochgeladen. 10 Sekunden. Nur komm rein da. Spielen wir. Joris hat wieder was gebaut. Das ist sogar aktuell. Oh, ein Speedrun. Ja, deswegen auch 10 Sekunden. Das ergibt natürlich Sinn. Und sogar ein herausfordernder Speedrun. Ja, let's go. Zack, zack. Und, oh, da muss ich anders springen. Okay, ey, aber das ist ein guter Speedrun. Das ist ein schöner Speedrun. Zack. Jawohl. Jawohl. Und noch ein Sprung. Okay, dann haben wir es. Und dann haben wir es. Huh. Jawollo. Nice. Schön. Sehr schönes Level.
Invisible Ground. Der Typ hat immer so ein bisschen Musiklevel gemacht, ne? Aber das hier, das klingt nicht nach Musiklevel. Beatlemania. Airmaid hat auch, oh, im April, okay. Mario Maker 2D Level, SMM1 löschen. Ah, ich glaube, da hat so ein paar Level von sich remaked oder so, die er woanders schon mal gebaut hatte. Ja, guck mal hier, ganz viel. Oh, noch ein Sonne. Ach komm, machen wir noch ein Bittersonne Level, warum nicht? Oh, es hat sogar ein bisschen Zeit hier. Und 13% Abschlussrate, okay. Nachtsumpf, gucken wir uns an. Gucken wir uns an. Let's go. Ich bin tot. Aber schon mal gut zu wissen, dass da eine Blume ist. Blume. Nice. Die wollen wir natürlich nur... Oh, Bruder. Da schießt der von hinten nochmal. So, du kannst mal runterfallen hier. Jawollo. Wow, jo. Hallöchen. Oh, der muss hier sogar hinschießen. Okay. I see. Oh, und jetzt wird's... Ah, jetzt haben wir hier so... So, Schwerelosigkeit. Abschnitt. Hui. Den nehmen wir mal mit. Oh, und jetzt haben wir Ballon. Jetzt sind wir ein Ballönchen. Okay, da drüben ist eine Sackgasse, da brauchen wir nicht unbedingt hin. Die Frage ist jetzt, will ich da ra- Wo will ich hin? Ah, da gibt's eine Blume! Ja, Moment, aber wenn ich mir eine Blume hole, werde ich ja... Verliere ich ja meinen Ballon, ne? Ah, okay, ich kann auch da rein. Okay. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel, den ich von einem von den Kollegen bekomme. Oh, es gibt hier einen Multiboss-Fight. Ich wollte schon sagen, ob wir den Null-Hit schaffen, aber hat nicht funktioniert. Oh! Die Frage ist, jetzt geben die anderen auch nochmal einen Schlüssel, ne? Also lohnt es sich, die auch noch zu töten. Ah, Blume. Ja. Dann will ich den auch noch töten. Nice. Ja, okay, sehr gut. Alles richtig gemacht. Juhu, schön. Sehr schönes Level. Sehr, sehr schönes Level. Oh, ich habe nicht mal den Weltrekord geholt. Wird mich jetzt fast noch... Ach komm, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Da muss ich jetzt rein. Sorry, da muss ich jetzt ganz kurz hier noch ein Rekordchen aufstellen, ne? Da muss ich jetzt ganz schnell hier noch ein kleines, aber feines Rekordchen aufstellen. Das muss jetzt noch sein. So. Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten können wir uns relativ gut beeilen. Sehr gut. Auch hier kommen wir ganz schnell nach oben eigentlich. Jawollo. Jetzt nur aufpassen. So, jetzt kommt der Ballon. Und da kennen wir ja auch schon den perfekten Weg. Nein, 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 nicht da oben rein, nicht da oben rein, nicht da oben rein, nicht da oben rein. Hier längs, ah. Bisschen Zeit verloren, aber noch gut in der Zeit hier, alles, alles wunderbar. Alles wunderbar, alles easy. So, sehr gut, Doppelhit. Doppelhit. Optimal.
Das ist jetzt weniger optimal. Ah. Ja, gut. Ich hole mir aber trotzdem noch mal eine Blume, sicherheitshalber. So, du machst einen Abflug und du musst noch schnell einen Abflug. Komm. Hopp, 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 hopp. Nein, jetzt haut er noch mal ab. Sehr gut. Ja, easy. Kann man noch locker brechen, den Rekord? Kann man noch locker brechen, aber ist besser als davor. No? Aber ist noch gut brechbar. Also wer den Rekord haben will, holt ihn euch. So, Herz habe ich schon gegeben, ne? Wunderbar. Oh, sogar auf 000. Oh, muss man auch erstmal schaffen. So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Ich meine, die Level von Airmaid würden mich schon auch, ne, reizen, aber ich kann ja jetzt nicht alles spielen. Da sind noch ein paar Sonnenlevel, da ist doch... Oh, aber Mega Man 2, Dr. Wily's Castle, das ist dann schon... Da muss man dann schon nochmal reingucken hier. Oh, aber 1% Rate wird schwierig. 1% Rate wird schwierig. Mal gucken. Ja, das hat gut funktioniert. Ach, wie geht denn dieser erste Sprung, hä? Ich check den ersten Sprung schon nicht. Sehr gut. Bruder, was? Was geht ab? Hä? Wie? Wohin? Was? Okay, das ist mir, glaube ich, zu krass. Aber das ist, also es ist bestimmt extremst geil gebaut, aber ich krieg's nicht hin. Ich glaube, das ist mir zu krass. Ja, da darf ich nicht anhalten. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Und da muss ich den werfen. Boah, es ist extremst cool, aber ich glaube, das ist für jetzt auch, da wir schon bei fast einer Stunde wieder sind, ich glaube, das ist jetzt zu viel. Ah, da muss ich drehen. Ah. Aber das, ich meine, das sind genau die Level, die ich sehen mag, ne? Aber das ist für jetzt nichts mehr. Okay, da habe ich zu bald. Aber da muss ich auch wieder drehen. In der Luft. Hoi, hoi, hoi. Oh, Bruder. Drehen. Drehen an der Stelle. Okay. Hoi, hoi, hoi. Aber wir sind schon wieder weitergekommen, ne? Also solange ich weiterkomme, bin ich noch gereizt, weiterzuspielen. Ah, zu bald. Boah, es ist puh. Ups. Es ist echt, oh, das ist echt schwer. Das ist echt schwer.
Oh, und dann darf ich. Oh. Da muss ich vom Z runter. Okay, wenn es da einen Checkpoint gibt, wäre das krass. Wenn es hinter dir einen Checkpoint gibt, wäre das krass. Nein! Aha, ich muss dann einen Dreisprung aufbauen. Aber bis zu der Röhre schaffen wir es auf jeden Fall. Bis zu der Röhre schaffen wir es auf jeden Fall. Ah, zu bald. Zu bald. Ah, jetzt geht das wieder los. Jetzt mache ich am Anfang wieder Quatsch. Nein, oh, ich habe mich schon so auf den Dreisprung konzentriert, dass ich vergessen habe, hier nochmal nach oben zu drücken. Ah, also den Sprungknopf. Aber es ist krass, wie intuitiv ein Level funktioniert, wenn man es mal verstanden hat, ne? Nice. Checkpoint. Nice. Okay, da muss ich wieder werfen. Bruder. Aber das Level ist so cool. Ja, das hat nicht funktioniert. Boah, aber das Level ist unfassbar cool. Deswegen habe ich dem Typen wahrscheinlich auch, ne, der das gebaut hat, habe ich ja dann auch so ein Sternchen gegeben, dass ich eben sehe, wenn der was Neues baut. Wer war denn das? Ah, DT Spice, okay. Ups. Also mit so Musikleveln kriegt ihr mich immer. Immer. Alter, es ist so gut. Ich muss halt nur verstehen, was ich machen muss. Es ist so gut, ne? Zu bald? Zu bald? Ah. Aber ich verstehe nicht, ich muss die Bombe da irgendwie werfen und dann nochmal mitnehmen, oder was? Ja, weil da oben muss... Oh, da oben muss ich nochmal... Okay, ich muss... Bruder. Shish. Und dann muss ich da wieder mit dem Z rein. Sobald der Indikator nicht da ist, mache ich es falsch, ey. Indikatoren sind so wichtig. Nein, das war zu bald. Aber richtig. Also zu bald, aber richtig. Puh.
Und dann nochmal Z. Okay, dann nochmal Z da unten. Alter! Nein, es war wieder richtig, aber zu bald. Nein, fast. Ah, so knapp. So knapp. Nice. Und dann wieder ein Dreisprung. Uiuiuiuiui, Alter. Und dann wieder ein Dreisprung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, das war Quatsch. Da bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Jetzt haben wir die Stunde schon wieder überschritten. Aber das Level bringen wir jetzt noch zu Ende. Und dann hier springen. Ei, Alter. Ist das krass. Und jetzt? Keine Ahnung. Okay, ich sehe zweifach Sprung aufladen und dann da drüben zweimal twirlen. Eieiei. Okay. Und da den Sprung. Und da den Sprung aufladen. Eieiei. Alter. Aber wir kommen Stück für Stück weiter, ne? Es ist wieder so ein Level, wo wir halt lange brauchen, aber es fühlt sich dann so satisfying an, wenn man es schafft. Vor allem, weil es einfach so geil sich spielt. Nice! Oh, es ist so ein gutes Level gewesen. So ein gutes Level. Oh mein Gott. Ey, nur Liebe für den Typen, ne? Was hat... Hat der irgendwas gebaut, was ich noch nicht gespielt habe? Sonic Mania war das. Okay, das habe ich nicht erkannt. Keep moving and nobody explode. Nee, das war... Okay, Thriller hat er hier. Aber ich glaube, ich habe auch manche Level davon. Weiß gar nicht, ob ich die manchmal versucht habe. Ah, das sind es auch keine... Ja, guck mal, das habe ich zum Beispiel gespielt. Und ich schätze mal, die anderen habe ich bestimmt alle gesehen und versucht, wenn sie mich angesprochen haben. Ja, guck mal, das habe ich zum Beispiel probiert, aber nicht geschafft. Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, doch, doch. Ich denke, ich brauche nicht weiter runterscrollen. Ich denke, wenn mich damals was angesprochen hat, habe ich es gespielt. Also, wenn ich mir das so anschaue. Da dürfte jetzt nichts auftauchen, wo ich sage, hey, das hätte ich spielen wollen und habe es damals nicht gespielt. Ich glaube, ich habe da schon alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte. Ja, doch, das sieht schon so aus, wie wenn ich da alles mitgenommen habe, was ich mitnehmen wollte. Ja, guck mal, hier ist Stargate. Ja, also, ich brauche nicht noch weiter runtergehen. Ich denke, ich habe hier wirklich alles gespielt, was ich spielen wollte bei ihm. Krass. Krass. Komm, dann machen wir noch das für Mama zum Schluss. Let's go.
Also 100 Münzen brauchen wir. Die muss ich erstmal finden. Oh, okay, ich komme hier nicht weit mit dem Ballon. Blume. Ich habe das Gefühl, man bekommt die Münzen... Ja, ich wollte gerade sagen, man bekommt die Münzen so ein bisschen... Nicht einzeln, sondern über so Stückchen. Oh, Bruder. Okay, hier können auch Münzen drin sein. Ja. Hier sogar mehrere. Sehr gut. Erstmal versuchen... Aha. Erstmal versuchen, die Bedingung zu erfüllen. Ah, Bedingung erfüllt. Sehr gut. Und jetzt noch das Ziel finden. Huch. Okay, will ich da runter? Ich habe ein bisschen Angst. Ach nee, ich kann hier drauf laufen. Okay, sehr gut. Boss auch hinter uns gelassen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt aber genug. Level-Video ist lang genug. Reicht an der Stelle. Reicht an der Stelle. Ich habe schon lange nicht mehr durchgeguckt, aber... Aber yo. Ich gehe noch mal kurz ein bisschen runter. Hier ist noch mal Frank 88. Mario Wonder OST. Ja, zu Mario Wonder, wenn wir da sind, noch ganz viele Sonne-Level. Ach, ich kann es leider nicht alles spielen. Mich interessiert es nur, wann ein Level, also wie weit ich runter muss, um dort zu landen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Also wo tatsächlich was kommt, was ich gespielt habe. Wer ist denn ich? Keine Ahnung, aber Troll-Level, okay. Takeshis Castle. Irgendeine Hintergrundmusik. Oh, Benny hat auch heute ein bisschen was. Oh! Ja, gut. Aber guck mal hier, das habe ich gespielt. Und das kam dann 2 Tage danach, oder wie? Ja, komm, da müssen wir jetzt aber noch rein. Das müssen wir uns jetzt aber noch angucken. Das müssen wir uns jetzt aber noch angucken. Okay, da muss ich wohl oben rum. Oh je. Ja, das habe ich mir gedacht. Will ich da überhaupt? Ah, ich muss die. Okay, ja, ich muss die. Mempisage killen. Ich verstehe. Aber wenn ich es schaffen würde. Kann man da drüber dingsen? Wie in so einem Speedrun? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch! Ha! Ich habe dein Hindernis umgangen. So ein Ding ist das. Okay, hier kann ich nicht das hin. Warte, warte, warte. Ah, schade. Hätte funktionieren können. Okay, ich muss ein Trampolin holen. Thank you.
Da ist mein Trampolin. Könnte man theoretisch auch umgehen, das Hindernis, aber... Na, muss ja nicht sein. Oh, ich muss es sogar... Muss ich sogar einen speziellen Sprung hier machen, oder was? Ja, muss ich. Okay. Ah, danke für den Checkpoint. Okay, das kriegen wir hin. Sehr gut. Okay, jetzt verlieren wir auf jeden Fall den Ballon. Da ist die nächste Challenge. Okay, Rollenschlüssel. Das kann ich nicht umgehen. Ah, hier kommen jetzt die Münzen, die man schon da oben angeteasert sieht. 4 Stück gibt es. Ja, und wenn ich alle 4 habe, kommt der Schlüssel. Okay. Sehr gut. So, hier hoch. Ja, das sieht doch bisher alles ganz ordentlich aus hier. Und jetzt sind da unten wieder die Dinger. Sehr gut. Schön. Schlüssel haben wir. Damit kommen wir auch durch die Tür. Und damit kommen wir dann wohl auch zu einem Boss. Ja, ein Bowser-Boss. Ich wollte gerade nur, ja, wie soll ich den jetzt eigentlich, also ich muss entweder unter ihm durch. Das ist jetzt nicht so gut hier. Wow. Das war schlecht. Okay, ich muss unbedingt den Pilz behalten. Und dann einfach mal versuchen, um an ihm vorbeizukommen oder so. Weil ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass man ihn... Dass man ihn besiegen kann... Nur mit den Stachis. Das wäre krass, wenn ich alle Stachis runterfallen lassen müsste und ihn damit treffe. Das wäre übel. So ein Checkpoint vor dem Bowser wäre ganz nett gewesen. Jetzt muss man immer die Münzen sammeln. Das ist zwar okay, weil es nicht so viel ist, aber gerade wenn man schon eine Stunde aufgenommen hat und eigentlich das Video beenden wollte, ist das nicht ganz so günstig. So, wir warten nochmal. Ich muss unbedingt den Pilz behalten. Sehr gut. So. Wir haben wieder einen Versuch für den Bowser. Ich versuche mal erstmal an ihm vorbeizukommen. Ich muss gucken, ob da irgendwie was ist, was ihn besiegen kann. Oder ist in dem Raum hier vielleicht irgendwas? So der typische versteckte Hilfsblock oder so. Na, sieht nicht so. Bruder! Alles klar. Ja, das war jetzt nicht so gut. Boah, ich muss da trotzdem irgendwie... Ja, ich komme nicht dran vorbei. Das ist schlecht. Muss ich ihn wirklich mit den Dingern hier besiegen jetzt? Ach, du grüne Neune. Ja, wenn er so hochfliegt, müsste ich... Oh, Bruder. Ja, jetzt kommt halt der ganze Quatsch wieder. Aber es sind jetzt so viele... Boah, Bruder. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin... Das ist jetzt schlecht.
Ich muss unter ihm durch, wenn er hochfliegt, aber ich weiß. Oh Gott. Jetzt. Ja, schade. Oh, Benny. Ein Checkpoint vor dem Bowser wäre gut gewesen. Aber ich will das Level jetzt auch nicht einfach abbrechen. Aber das ist nicht gut, weil wir schon die Stunde hatten und ich dachte, jetzt ist das Level zu Ende. Und dann musste ich ja noch bis ganz nach unten scrollen. Das musste ich ja noch tun. Aber wenn man den wirklich nur mit der versteckten Blume schaffen kann, ist das auch nicht ganz so cool, ne? Das ist dann eigentlich so ein Item, was man zwingend braucht, zu verstecken, ist nicht so cool. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Vor allem, das ist ja eins, was hier rumfährt, ne? Also das kann man ja wirklich locker verpassen. Selbst wenn man rumprobiert, kann man ja Pech haben und es nicht erwischen. Also, ja, weiß ich nicht. Aber das Ding ist ja, da ich jetzt hier bin, ja, machen wir es halt so. Ja? Oh, Bruder. Wie viel noch? Okay. Also man hätte ihn... Ja, wow, ich hätte ihn wirklich killen müssen. Oh, Benny, das Ende ist nicht gut. Sei mir nicht böse, aber das Ende ist nicht gut. Also ich hoffe, dass das... Na, weiß ich jetzt nicht. Alles andere war cool, aber das Ende ist schon kritisch, weil ich hätte den ohne die Blume nicht besiegen können, ne? Oder reichen die Dinge, die da runterfallen? Ich, boah, aber auch dann? Haha, weiß ich nicht. Also die Kritik musst du dir gefallen lassen, ne? Gut. Aber danke fürs Bauen. Ja, komm, jetzt ist gut. Jetzt hören wir auf. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Es ist ja nur eine Testaufnahme. Es war wieder eine sehr lange Testaufnahme. Mit sehr vielen Ereignissen. Ich hoffe, man konnte sich anschauen.